Seid gegrüßt, Abenteurer. Willkommen zurück zu Two Worlds 2. Ich befinde mich noch immer im Inneren des Turms der Ork-Rebellen, jener Orks, die mich aus den Kerkerverließen Gandors befreit haben. Und ich habe auch mit einigen schon näher gesprochen, zum Beispiel in der letzten Folge mit Sokaris, dem Schmied, der mich in die Schmiedekunst eingewiesen hat und mich auch gleich mit einer Quest, mit einer ersten Nebenquest versorgt hat. Und ich habe jetzt mal an alle Türen geklopft, also alle Türen sind verschlossen und ich muss wohl wieder nach ganz oben gehen, damit ich weitermachen kann und mit der Prophetin reden kann, und das werde ich jetzt tun. Ja, da steht ja schon Gortarius. Da bist du ja. Die Prophetin will, dass ich dir das hier gebe. Was ist das? Ein Teleportstein. Rate mal, wozu er gut ist. Wie funktioniert er? Mit dem Stein kannst du jeden Teleport ansteuern, den du schon einmal besucht hast. Oder zu dem du eine Verbindung hast. Du kennst doch den Teleport, über den du in unserem Lager gelandet bist. Nun, ich habe ihn mit dem Port in meiner Kammer verbunden. Im Moment kannst du nur diese beiden benutzen. Ach, klingt einfach. Ist es auch. Erhalten Teleportstein. Gortarius hat sich wegge-teleportiert. Und da hinten sehe ich die Prophetin warten. Ja, ich kann ja dann erstmal mit der Prophetin nochmal reden, wenn ich schon mal hier oben bin. Können wir weitermachen? Natürlich. Sicher gibt es Fragen, die dich beschäftigen. Ich zerbreche mir den Kopf über diese Vision. Wenn es Gandohar gelingt, Azirals Kräfte aus Kira herauszuziehen, und das ohne deine Mithilfe, dann hat er womöglich einen Weg gefunden, diese Kräfte zu kontrollieren. Es ist schwer zu sagen, solange wir seine Ziele nicht kennen. Worauf willst du hinaus? Das hört sich nach einem Plan an. Eins nach dem anderen. Sprich zunächst mit Gortarius, unserem Magier. Er wird dich über den nächsten Schritt deiner Reise aufklären. Darüber hinaus hat er den Auftrag, dich dorthin zu befördern. Mich befördern? Geh ruhig zu ihm. Er wird dir alles erklären. Benutze den Teleportstein, um in Gortarius Kammer zu gelangen. So, da ist sie auch schon wieder weg. Und hinterlässt mich ratelos einigermaßen. Na gut, aber ich habe jetzt einen klaren Auftrag, und zwar werde ich den Teleportstein verwenden. Und das ist er. Kann nicht in Innenräumen verwendet werden, aber eigentlich finde ich das eine ganz praktische Idee. Dann braucht man nämlich immer nicht zu Teleportpunkten laufen und kann quasi mobil teleporten. Ja, das werde ich jetzt mal ausprobieren. Wähle aktiven Teleport auf der Karte. Also ich habe jetzt Gortarius Kammer als Auswahlpunkt und ja, den anderen Teleport auf der Insel, wo ich schon rausgekommen bin, aber ich werde dann natürlich erstmal jetzt in die Kammer gehen. Teleport. Wo die wohl hinführt. So, da bin ich auch schon. Also, bist du bereit? Tja, die Prophetin glaubt, ich bin es. Hoffentlich weiß sie, was sie tut. An deiner Stelle würde ich mir darüber keine Sorgen machen. Ah, blinde Vertrauensseligkeit. Ein wirklich interessanter menschlicher Zug. Nicht selten führt er zur Niederlage.
Aber es wird euch trotzdem nie gelingen, diese Schwäche zu überwinden. Die Geschichte der Menschheit strotzt geradezu vor Beispielen. Hör zu, lass uns einfach weitermachen im Text. Sicher, aber es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Teleport wurde bei der Befreiungsaktion beschädigt. Ich habe ihn repariert, aber zuverlässig funktioniert er nur über kurze Entfernungen. Dein Ziel ist eindeutig zu weit weg. Zu riskant? Der Leitstein fehlt. Er sorgt dafür, dass die Richtungsströmung nicht gestört wird. Nur, er ist während der Reparatur verschwunden. Ich habe ja die Groms in Verdacht. Diebisches Gesindel. Um es kurz zu machen, wir brauchen diesen Leitstein. Dann werden wir ihn wohl suchen müssen. So ist es. Ja, das ist wohl eine Aufgabe für mich, aber ich frage trotzdem nochmal, ob es nicht noch andere Leitsteine gibt. Gibt es nicht noch andere Leitsteine? Es ist eine sehr alte Technologie. Sie geht noch auf die Zeit der Erbauer von Antalor zurück. Sie zu verstehen, ist eine Kunst für sich. Und es liegen nicht gerade an jeder Ecke Ersatzteile herum. Na gut. Hast du eine Idee, wo er sein könnte? Er ist verschwunden, als ich an dem Teleport gearbeitet habe. Das war in der Nähe der Brücke. Auf der anderen Seite der Insel, bevor ich die ganze Vorrichtung verschoben habe. Folg einfach dem Pfad und benutz deine Karte. Halte nach einem Haufen Groms Ausschau. Vielleicht sind sie noch in der Nähe der Brücke. Proktor sagt, die Groms gehen nicht auf diese Seite der Insel. Normalerweise schon. Aber sie sind auch neugierig. Wenn sie an irgendetwas Interesse gefunden haben, lassen sie alle Vorsicht sausen. Vielleicht wollen sie nachsehen, ob es noch mehr zu holen gibt. Ich bin ganz sicher, einer von den kleinen Stinkern hat den Leitstein. Nun, so jung werden wir nicht mehr zusammentreffen. Du sagst es. Ich warte hier auf dich. Untersuche die alte Stelle des Teleports und suche den Leitstein. Ja, das klingt doch nach einer Quest. Ohne den Leitstein können wir es nicht riskieren. Ja. Wie gesagt, ich klicke noch gerne ein zweites Mal auf den Charakter, weil ich gerne hören möchte, was er da noch zu sagen hat. Meistens kommt ja hier noch was, zumindest in Two Worlds 2. So, das heißt, ich muss mich teleporten. Ja, das mache ich jetzt mal einfach, wo ich schon mal hier bin. Und der einzige Teleportpunkt befindet sich hier. Deswegen gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus, dass ich hier hin muss. Aha. Alsorna. So. Es ist morgen. Die Sonne geht auf, strahlend. Ich sehe gerade, da ist das Orklager, genau. Ich bin noch ein bisschen blöd bewaffnet. Und zwar wollte ich natürlich noch ein Schwert anschnallen. Was habe ich denn da? Ich habe ja jetzt meine Charakterwerte geringfügig steigern können. Und deswegen werde ich ein Schwert nehmen. Kurzschwert mit 7, Kurzschwert mit 8. Schnittschaden. Verleiht Stärke plus 1. Das klingt doch nicht schlecht. Das werde ich jetzt mal anlegen. Jetzt habe ich 2 Waffen bereit. Noch was? Nö, ich glaube. Ich werde es mal mit 2 Waffen probieren. Das heißt, ich mache, wie man oben links sieht, 21 Stumpfschaden und 25
Schnitt- und Stichschaden. Das klingt doch nicht schlecht für den Anfang. Na gut, die Fackel kann ich natürlich jetzt wegtun. Dann habe ich auch beide Hände frei. So. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus für die ersten Trockenübungen. Das war das Orklager, was ich vorhin nicht plündern konnte, wegen des Tutorials. Und zwar gibt es hier... Was ist das denn für ein Gedärm? Na gut, es heilt. Also kein Spiel für Vegetarier, das sagte ich ja schon. In Fässern ist nie was. Und Kisten auch nicht, also in diesen kleinen. Deswegen kann man die ignorieren. Einfaches Schloss. Ich könnte nochmal versuchen, ein Schloss zu knacken, damit ich nicht aus der Übung komme, manuell. Schlossknacken beginnen und dann rechts drücken. Naja. Hey. Ganz eingerostet bin ich also noch nicht, was das angeht. Was haben wir denn da? Reisestiefel. Plus 5 Geschwindigkeit. Lederhelm. Rüstungsverbesserung natürlich. Kann jetzt gerade auch nicht schaden, da ich ja noch ein blutiger Anfänger bin hier in Antalor. Die Stiefel. Ja, die werde ich natürlich auch mal anlegen. Das sieht wahrscheinlich ziemlich blöd aus. Wie so ein... Naja. Anfänger halt. So. Schön. Jetzt muss ich mich nur noch mal eben hier orientieren. Karte. Teleport mit kleinen Problemen. Da ist der Ort Verzeichnis. Quest anzeigen. Der Leitstein ist wahrscheinlich irgendwo in der Nähe des alten Teleports auf der nördlichen Seite der Insel. Quest aktiv setzen. Die Runensteine, das war ja die Quest von Sorcaris, dem Schmied, aber das ist ja auf der anderen Insel, wo ich hoffentlich bald hingelange. Deswegen setze ich jetzt erstmal die Leitstein-Quest aktiv. Teleport mit kleinen Problemen. So, da ist jetzt auch die Fahne und das heißt... Mann, sehe ich blöd aus. Mit diesem Helm, Topfhelm. Ja, ist ja kein Topfhelm, aber blöd irgendwie. Na gut, aber er schützt. So. Jetzt sieht man links, dass dieser Quest, die Questfahne ist 100 Meter entfernt und zeigt mir natürlich die Richtung an. Und ich sollte vielleicht jetzt der Straße folgen. Ich könnte natürlich jetzt auch querfeldein. Naja, ich renne mal die Straße entlang. Auf der Hut. Ein paar Kräuter eingesammelt natürlich zwischendurch. So. Da ein Flüsschlein, ein Flüsslein, ein Bächlein, was auch immer. Sehr idyllisch. Da ist ein Wasserfall, da geht es steil runter. Oh oh. Das möchte ich jetzt natürlich nicht ausprobieren. Das wäre mein Heldentod. Hinter Wasserfällen sind ja manchmal Höhlen versteckt. Ist da eine Tür? Ich sah gerade irgendwas Viereckiges. Oder täusche ich mich hier? Nee, ich glaube, da ist nichts. Naja, kann sein, dass ich in Skyrim öfter mal da eine Höhle gefunden hatte hinter Wasserfällen, aber wir sind ja hier nicht in Skyrim. Auch wenn es mindestens genauso schön aussieht. So, nicht verlaufen, noch 50 Meter circa. Ah, oh, ich sehe schon was. Schleichen ging so, genau. Links.
Ja, da ist die Quest in 30 Meter Entfernung, das Lager der Groms. Vielleicht da im Schatten der Mauer, der Ruinen. Aber mein Schleichwert ist ja auch noch nicht besonders so. Von daher, mal gucken, ob es klappt. Oh. Nein, es klappt nicht. Oh, schlechter Start. Ich wollte eigentlich ein bisschen Platz haben. Ja. Zwei Gegner gleichzeitig. Ah, Mist. Ich bin ja voll. So, jetzt muss ich aber mal hier zur Sache gehen. So, einer ist besiegt. Den kriege ich auch noch. Ha! Ui, ja, Anfängerkämpfe. Schnell kann es tödlich enden. Und auf! Ein Knüppel? Nö. Ach, da ist er ja. Herzstück des Teleports. Ja. Mission accomplished. Quest gelöst. Bringe Guartarius den Leitstein. Achso, das war der schon. Wo liegt der andere Grom? Hä? Achso, jetzt. Achso, die haben beide nur Knüppel. Ja. Das war der Leitstein für den Teleporter. Okay, dann würde ich sagen, beam ich mich nochmal schnell zu Guartarius. Das ist ja das Praktische an diesem Teleportstein, dass man das tun kann. Ich glaube, ich muss in die Kammer, ne? Ja. Genau. Ziemlich dunkel und kalt. Vielversprechend, würde ich sagen. Ich schlag hier schon Wurzeln. Hier ist der Stein. Na wunderbar. Du hattest recht mit den Groms. Sie waren in der Nähe der Brücke, mit dem Stein. Das war mir klar. Sie sind wie die Fische. Oder wie die Frauen, wenn du so willst. Fühlen sich von allem angezogen, was glitzert. Gut, dann sind wir jetzt einen Schritt weiter. Wie wäre es mit ein paar erhellenden Worten? Zum Beispiel, wo die Reise hingeht? Natürlich. Die Prophetin wird es dir erklären. In der Zeit arbeite ich am Teleport weiter. Wo finde ich sie? Sie ist hier. Du machst dich nicht schlecht. Ich war nur ein wenig außer Übung, aber langsam wird es wieder. Schön. Dann bist du bereit für deine Reise. Wenn wir verhindern wollen, was wir in der Vision gesehen haben, musst du die verborgensten Beweggründe Ganduhars ans Licht bringen und das Geheimnis seiner unheimlichen Macht ergründen. Wo soll ich damit anfangen? Vor 11 Jahren ist er aus dem Nichts aufgetaucht. Aber was hat er zuvor getan? Es ist nur bekannt, dass er vor der Schlacht von Osvaroth in einem Turm gelebt hat. Dem Tower of Fangs in der Nähe von Hatmandor. Ich hoffe, dass er dort etwas zurückgelassen hat, das uns Aufschluss geben kann. Gibt es noch einen Anhaltspunkt in Hatmandor? Die Widerstandsbewegung. Natürlich wird sie im Verborgenen agieren. Selbst ich weiß nichts über ihren geheimen Stützpunkt. Vielleicht unterhalten die Rebellen Beziehungen zur Unterwelt. Auf jeden Fall kann es nicht schaden, wenn du versuchst, Kontakt zum Widerstand aufzunehmen. Ich habe Grund zur Annahme, dass sie etwas über den Tower of Fangs wissen. Wenn es Mittel und Wege gibt, werde ich sie finden. Ja, das wirst du. Da bin ich mir sicher. Ja. Ich habe also eine Spur, was Ganduhar anbelangt, und zwar der Tower of Fangs. Jetzt frei übersetzt, ich glaube, Reißzahnturm. Und ich soll nach Hatmandor in die Stadt. Und dort sind wohl Rebellen im Untergrund, die mir weiterhelfen können. Und das wird dann mein nächstes Reiseziel sein. Ja, das werde ich aber
in der nächsten Folge tun, bevor ich jetzt mit Gotharius nochmal rede und dann weiter teleporte, dann würde ich sagen, ciao, der Argonaut.